und ein kräftiger Applaus. Hier sind die Mannschaften von der Hammerstraße, SC Preußen Münster und DJK Borussia Münster. Herzlich willkommen. Danke auch an die Anwaltskids von Borussia Münster. Von Dennis Magne, Jessen Siegolai, Jus, Lisa und Markus Köpfer. So, ein schönes zweites Rundspiel hier in Deutschland. Ja, 5-0 gewonnen gegen Borussia. Ich glaube, das war jetzt so ein klassisches Pokalspiel, kann man das so sagen? Ja, wir sind schleppend reingekommen, sage ich mal. Aber dann haben wir, glaube ich, souverän gewonnen. War ein guter Test, schwerer als erwartet. Aber ich glaube, im Pokal, Hauptsache, wir sind weitergekommen und freuen uns auf die nächste Runde. Hast du 2 Tore gemacht, das tut dir, glaube ich, auch gut. Ja, auf jeden Fall. Jedes Tor, jede Minute tut mir gut und natürlich freut es mich.
jetzt gesagt, heute 5-0, habt eine halbe Stunde gebraucht, ist das dann noch schwer, eine Mannschaft, die mit 10 Mann hinten drin steht? Ja, auf jeden Fall, muss man erstmal durchsprechen und ich glaube, wir haben es dann in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht, hätten noch das eine oder andere Tor machen können und nichtsdestotrotz war es ein guter Test und wir freuen uns, dass wir eine Runde weiter sind. 90 Minuten gespielt, ich glaube, das tat dir ganz gut, ne? Ja, auf jeden Fall, endlich mal wieder ein bisschen Spielpraxis, auch im Pflichtspiel. Hat Spaß gemacht. Dein erstes Pflichtspieltor, zumindest für die erste Mannschaft. Da ist man sicher doch etwas, wo man ein bisschen drauf stolz sein kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist immer schön, Tore zu schießen. Passiert bei mir eigentlich nicht allzu oft. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. In der letzten Saison einmal im Pflichtspiel getroffen. Auch per Kopf. Aber ist auf jeden Fall schön. Hast du erst Innenverteidigung gespielt oder in der Dreierkette, dann zweite Halbzeit außen. Was macht mehr Spaß? Heute natürlich eher Schiene. Vorlage und Tor gemacht. In der ersten Halbzeit konnten wir auch schlecht sehen, wegen der Sonne. Konnten wir nicht wirklich den Aufbau spielen. Aber ansonsten, Schiene hat Spaß gemacht. Zudem trotzdem eine tolle Stimmung gewesen für den Westfalen-Pokalspiel. 3.500 Zuschauer knapp, ein bisschen mehr sogar. Das macht doch auch Spaß, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Super. Also wie die Fans uns unterstützen, auch bei so einem Pokalspiel, macht riesig Spaß. Und wenn man dann auch die Spielpraxis kriegt und dann noch ein Tor schießt, besser geht's nicht. Jetzt die Hoffnung, vielleicht auch mal in der dritten Liga ein paar Minuten zu kriegen? Ja, auf jeden Fall. Weiter hart dran arbeiten und dann kommt die Chance vielleicht irgendwann. Ich wünsche dir viel Erfolg dafür. Pokalspiel, Westfalenpokal, zweite Runde 5-0, Hammerstraßenderby gegen Borussia gewonnen. Ist der Trainer trotzdem zufrieden oder denkt er, oh, hätte ein bisschen mehr sein können? Ja, es hätte sicherlich ein bisschen mehr sein können. Das war ein klassisches Pokalspiel für mich. Ein bisschen gebraucht, bis wir reinkommen. Der Gegner stellt sehr tief, war so ein bisschen wie Handball, hat es mich daran erinnert. Immer um den 16er rum, viele Abwehrbeine, war spät durchzukommen. Haben es im Endeffekt dann souverän gelöst und haben uns gar keine Blöße gegeben. Ich finde aber die Stimmung heute fand ich auch super. Es kommen einfach 3.600 Zuschauer zum Verganspokalspiel in Münster. Ganz tolle Sache. Auch die Fans von Borussia Münster mit ihren roten T-Shirts sehr aufgetreten. Ich fand es eine ganz tolle Atmosphäre heute. Ja, das kann man nur bestätigen. Man kann den trotzdem Borussia noch ein kleines Kompliment machen. Sie haben das für ihre Verhältnisse super gemacht. Ja, sie haben uns das Leben schwer gemacht. Sie haben sehr gut verteidigt, sehr leidenschaftlich gespielt und von unserer Seite kann man da wirklich nur ein Kompliment machen. Jetzt heute, wie gesagt, 5-0 zur Pause, hast du dreimal gewechselt. War das abgesprochen, die neuen Jungs wieder rauszunehmen? Ja, das war abgesprochen, weil wir ja am Freitag noch gegen Hannover spielen und ich die auf keinen Fall verheizen will. Die sollen ja am Freitag auch nochmal ordentlich marschieren. Deshalb wollen wir da jetzt keine Überdinger machen. Jetzt hat Jan und Theo Horsten auf der rechten Seite gespielt. Ich finde, er hat das ganz gut gemacht. Dann noch einen vorgelegt, einen reingemacht. Also der Junge, macht er sich langsam, kann man das so sagen? Ja, er kommt jetzt so langsam, ist natürlich für ihn eine Umstellung. Ne? Jetzt das erste Mal Profiliga, dritte Liga auch noch, das Niveau noch mal höher. Trotzdem traut er sich ein bisschen, er kann sich ein bisschen mehr zutrauen. Ich will, dass er noch ein bisschen mehr aus sich rauskommt, um noch mehr Wege geht, weil er ist verdammt schnell. Er hat eine gute Technik, er kann das spielen und ich freue mich, dass er heute ein gutes Spiel gezeigt hat. Jetzt allgemein, es haben ein paar Jungs natürlich heute gespielt, die zuletzt nicht so zur Geltung gekommen sind. Ist das eigentlich auch wichtig, gerade solche Spiele zu nehmen, damit die Werder Spielpraxis kriegen? Jedes Spiel ist besser als Training, sage ich immer. Und für die ist sehr, sehr wichtig, dass sie heute gespielt haben, damit sie auch ein bisschen im Rhythmus bleiben. Ist ja leider die Saison nicht so gut gestartet, mit relativ weniger Punkten, als alle erwartet haben. Tja, was kann man jetzt machen? Mehr Torabschlusstraining machen? Das kann es ja nicht alleine sein, ne? Ja, natürlich hätten wir gerne viel mehr Punkte. Wenn es 7 Punkte gewesen wären, wäre ich zufrieden gewesen. Wir haben uns für viel Aufwand nicht belohnt. Es ist halt auch immer wieder die Sichtweise, wir sind Aufsteiger, ne? Man muss noch ein bisschen demütig bleiben, wir brauchen ein bisschen, um reinzugrooven. Bielefeld sagt, sie hätten einen gelungenen Saisonstart, die haben 1 Punkt mehr als wir, also sind wir die Sichtweise, wie man was sieht. Ne? Und sie sind Absteiger, also wir wissen genau, was wir zu tun haben, wir sind auch sehr ruhig und ordnen das alles richtig ein. Wir werden dann auch, wenn das Pendel auf unsere Seite ausschlägt, als im Moment schlägt es zu sehr auf die eine Seite aus. Es ist immer ganz knapp, Pfosten, Latte. Aber wenn du so weitermachst, wird deine Arbeit auch belohnt. Preußen-Münster für mein Herzen. Preußen-Münster für mein Herzen.